Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Heute soll es um ein Pötzl-Fahrzeug gehen, nämlich den Roadster 640DK. Wir haben ein paar schöne Sachen in diesem Fahrzeug, die wollen wir euch jetzt hier zeigen. Kommt doch einfach mal mit. Wir haben uns mal in das Fahrzeug reinbegeben. Ich sag mal so, normale Ausstattung von Fiat oder Citroën. In dem Fall haben wir hier ein Citroën. Das ist, denke ich, bekannt. Das ist jetzt hier nichts Besonderes. Aber was ist hier eigentlich so was Besonderes? Nun ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an, gucken uns das Ganze mal durch. Die Dinette ist ganz normal, würde ich sagen. Wir haben hier oben ein schönes Fach, sogar ein schön großes Fach. Dort in der Ecke haben wir sogar nochmal 12 Volt. Das heißt, wenn man nochmal ein paar Steckdosen nachrüsten sollte, dann dürfte das auch nicht das Problem sein. Hier an der Seite ist eine 12 Volt Dose. Hier unter die Schienen, ich denke, die kennt man auch, diese Airline-Schienen oder beziehungsweise diese von Dometic, die Schienen, wo man auch so USB-Ladesysteme für bekommt. Ja, dann haben wir natürlich den Tisch zum Anbinden des Beifahrers, also ausziehbar. Wir haben hier unter der Sitzbank ein schön großes Fach. Dieses Fach, ja okay, da sind halt die Stangen noch drin. Es muss ja auch alles, ich sag mal, dementsprechend sicher sein für die Person, die dort vielleicht mitfährt, also angeschnallt ist. Aber dazwischen kriegt man doch noch eine ganze Menge mit rein. Ja, was hier besonders ist, wir haben eine abgeschrägte Küche. An der Seite natürlich die Verlängerung mit dem bekannten Haken hier, um das Ganze abzusetzen. Weiter mit dem Küchenblock. Dann haben wir natürlich ein Dometic Gas, zwei Flammen Gaskocher mit Piezozündung. Dann haben wir ein Dometic Waschbecken. Das Ganze ist auch wieder mit dem Hahn, wo man natürlich wieder aufpassen muss, ist, dass man den nicht beschädigt. Also sprich, immer schön vorsichtig dabei mit umgehen. So, wir haben hier an der Seite noch Schalter und darunter ist noch eine 230 Volt Steckdose. Diese, ja, ist da drunter sozusagen. Dann haben wir eine Besteckschublade. Hier neben ist ein Fach, was kein Fach ist. Also das heißt, da kann man gar nicht ran, das kann man nicht öffnen. Dafür sind dann darunter wiederum große Schubladen. Ist kein Wunder, also ist ja logisch, dass die, dadurch, dass die schräg gebaut ist, sind diese Schubladen natürlich auch dementsprechend schräg. Ja, darunter ist noch ein tieferes Fach für Töpfe und diverses andere, was man halt auch nochmal mitschleppen muss dementsprechend. Und das Ganze dann wieder zugemacht. Jo. Wir haben genau hier oben noch ein Fach. Das ist auch relativ groß für, ich denke mal, Gewürze und so weiter, was man alles schön dort reinkriegt. Und hier unter ist natürlich auch noch ein kleines Fach. Das ist auch sehr charmant. Was ich in diesem Fahrzeug wirklich richtig gut finde, ist, dadurch, dass wir die Küchenzeile auf der Seite haben, auf der gegenüberliegenden Seite haben wir eine Spiegelfront und das ist bekanntlicherweise ja meistens der Kühlschrank. In dem Fall von Tedford ein Kühlschrank, Kompressorkühlschrank, der schön hoch gelegen ist, auch mit einem Eisfach. Also hier unten haben wir noch ein paar Dosen für das Gemüse und Co. Und was auch schön ist, hier drunter ein relativ großer Kleiderschrank. Also wir haben hier eine Kleiderstange und ein Geheimfach, das darf man natürlich auch nicht vergessen, auch wenn dort ein Heizungsrohr langläuft, aber rechts und links daneben kriegt man doch noch einige Sachen unter. Ihr fragt euch sicherlich die ganze Zeit, ja, aber was ist denn hier so besonders in diesem Fahrzeug? Naja, gut, das Besondere finde ich erstmal, man kann hier hinten die Tür zumachen. Und zwar habe ich jetzt den, ja, wie soll ich sagen, den Wohnbereich und den Schlafbereich natürlich abgeschlossen. Ja, aber was haben wir denn jetzt hier zur linken Seite? Was habe ich denn da aufgemacht? In dem Fall ist es hier die Dusche. Die Dusche ist hier nämlich getrennt von der Toilette. Und zwar die Toilette auf der anderen Seite. Das heißt, hier kann ich auch die Tür aufmachen. Dort einhaken. Und schon befinde ich mich in einem komplett separaten Raum, was ich persönlich richtig gut finde. In der Mitte eine Dachluke, damit das alles auch dementsprechend abziehen kann, dass ja der Dampf sozusagen, der entsteht beim Duschen. Hier oben, das ist der Toiletten- und Waschbereich. Wie man sieht,
hat man noch ein schön großes Fach, ein Seitenausstellfenster hier. Hier haben wir einen Wasserhahn. Dort lässt sich auch mal wieder das rausziehen. Im Endeffekt, ja, auch gar nicht so schlecht. Man kann es ähnlich benutzen, vielleicht wie ein BD, sag ich mal, für die Toilette. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, hier unten ist auch noch ein guter Schrank für diverse Klamotten und so weiter. Natürlich muss man ja auch irgendwo seine Reinigungsmittel unterkriegen. Und ja, versteckt hier der Lichtschalter. Gut, in dem Fahrzeug ist jetzt kein Strom angeschlossen und deswegen geht das auch gerade nicht, das Licht. Ja, ich teste mal die Dusche aus. Und wie man sieht, man hat hier auch so ein Vorhängeding, aber man sieht, es wird ganz schön eng wieder für mich. Und ich musste die Kleiderschlange rausnehmen, weil sonst, wenn die jetzt da drin ist, dann geht das nicht wirklich. Aber ja, mein Gott, das ist ja nicht so schlimm. Zum wenn Trocknen man das der weiß. Kleider, ne? Zum Trocknen der Kleider etc. Okay, was schade ist, dass natürlich dann hier kein Fenster ist, ne? Also du kannst zwar das alles wunderbar abmachen, also hier abtrocknen, das funktioniert sehr gut. Was auch schön ist, ist das schwarze, ist das Klavierlock? Kann man das so nehmen? Ach, siehste. Ja. Also das ist natürlich schön gemacht, also das muss man echt sagen, das sieht gut aus. Hier natürlich das Ding, Gott sei Dank, schade, dass man das nicht aufmachen kann. Aber finde ich an sich ganz gut, wie gesagt, ich habe das Problem, ich bin etwas sehr groß. Okay, ich stehe jetzt mit Schuhen hier drin, da steht man ja normalerweise nicht. Hier geht es, also hier könnte ich perfekt duschen, muss ich hier duschen. Und Marcel, wie sie liegt sich da hinten so? Also es ist halt mit meinen 1,88 sehr eng, also es ist wirklich kurzfristig. Jetzt muss ich aber gucken, ich könnte ja ein bisschen schräger legen, dann passt es natürlich perfekt. Und ich mache mir nichts vor. Normalerweise liege ich so. Ich liege selten längs. Also es könnte theoretisch sogar das Längsbett passen. Aber wie gesagt, wir sind ja in 640er drin. Aufgrund dieser Doppelkabine. Ich weiß nicht, ob das DK für Doppelkabine steht. Ich nenne es jetzt einfach so. Was auch schön ist, rundum hast du entsprechende Fächer. Jetzt gucken wir mal. Ja, wenn man es vorsichtig macht, kann man auch dementsprechend die Seitenteile aufmachen, aber man muss halt vorsichtig dabei sein. Man ist ja vorsichtig. Aber man hat halt überall Platz. Theoretisch ist 12 Volt da vorgesehen, da auch 12 Volt. Das wird wahrscheinlich hier diese Schiene sein, die hier unten ja angebracht ist. So, jetzt muss ich wieder gucken. Alles wieder zumachen. Dachfenster haben wir natürlich auch. Davon haben wir 3 Stück im Endeffekt hier im Auto. Und überall natürlich Verdunklung und auch das Fliegengitter, alles mit dabei. Ja, schönes Fahrzeug. Ja, wir laufen ja heute auch eigentlich zum allerersten Mal durch diesen 640 DK und deshalb wissen wir noch nichts alles. Und jetzt haben wir gesehen, ach, guck mal hier direkt unter die Net noch ein kleines verstecktes Fach. Das könnten... Ja, theoretisch könnten da die Stinkeschuhe rein, dann ist das nicht so schlimm. Hier vorne haben wir natürlich noch ein recht großes Staufach, das heißt für Jacken und so weiter, Krimskrams, was man da alles so... Also für die Leute, die Ordnung lieben, da rein sieht man nichts mehr. Gut, fehlt der Vorhang noch zu, aber ist ja was anderes. Ansonsten haben wir, was die Technik betrifft, das normale Panel, was man auch von den anderen Püssel-Fahrzeugen kennt. Wir haben von Truma... Das für die Gasheizung hier in dem Fall, das iNet Ready, also das heißt, man müsste gegebenenfalls halt dann noch die App-Anbindung, also diese App-Box noch dazu kaufen und noch von Truma den Duo Control, das Duo Control Panel, genau. Was wir jetzt gar nicht erzählt haben, wie breit ist eigentlich das Bett? Ja, da haben wir jetzt hier in Zentimetern 1,96 Meter mal Breite ist so um die... Ab 1,46 Meter, wir blenden das aber nochmal ein. Und was wir auch noch an diesem Fahrzeug haben, ist ein drittes Bett. Das liegt hier unten. Das wird prinzipiell dort in der Dinette, zwischen der Dinette bis hin zur Tür reingebaut. Mit einem Klappmechanismus und den Polstern, den zusätzlichen dazu. Und dann kommst du auch dort auf 1,96 Meter mal 70 Zentimeter. Also das heißt, für eine dritte Person kein Problem. Was wir jetzt hier haben, ist...
die Gasflaschen von hinten zu befüllen. Eine steht dort, eine steht auf der linken Seite. In dem Fall ist hier noch das Bordwerkzeug da drin. Ist ja auch nicht das Problem. Genau. Und ja, zur rechten Seite sieht man noch ein paar Anschlüsse. Das ist nämlich die Anschlüsse für das Wasser, was auf der rechten Seite des Fahrzeuges ist. Und auf der linken Seite des Fahrzeuges haben wir hier noch Toilette und die Gasentlüftung für die Heizung. Ja, für das Fazit habe ich es mir hier gemütlich gemacht in dem Rode K640DK. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr positiv von diesem Fahrzeug überrascht. Was ich wirklich richtig gut finde, ist dieses integrierte Bad, was wir im Prinzip trennen können. Das heißt, der eine kann theoretisch Toilette benutzen und der andere kann dementsprechend die Dusche benutzen. Was auch da gut ist, dass da gleichzeitig ein Raumtrenner ist, also sprich der Schlafbereich von diesem Wohnbereich hier. Also wenn der eine noch mal ein bisschen länger auf sein möchte, dann ist das hier gar kein Problem. Schönes Fahrzeug, tolle Oberflächen, also es macht Spaß, glaube ich, hier dieses Fahrzeug zu besitzen und auch dementsprechend zu fahren. Kann ich für mich persönlich sehr gut mehr vorstellen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Sonst schaut doch mal einfach links oder rechts, gibt es eine Playlist, da haben wir mehrere Fahrzeugvorstellungen. Schaut euch die doch einfach mal an. Ja, und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao!